So Leute, herzlich willkommen. Ja, es ist endlich soweit mit der EPP und ja, unser erster Spieltag ist es gegen die Sad Boys anzutreten, aka Kapperrecher. Und ja, davor wollen wir ihn mal herausfordern. Ja, viel zu meinem Team werde ich also nach dem Kampf mal erzählen. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie wir uns da so schlagen. Dann ja, fordern wir ihn mal heraus. Kein Random Battle, sondern Uno. Und mit dem Team gegen die Sad Boss. Hab das so dementsprechend so benannt. Das Format müsste ganz okay sein. Also legen wir mal los. Eigentlich ist es. Ja, das Format müsste stimmen. Oh, was denn sonst? Da müssen alle Pokémon da überhaupt reinpassen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was für Pokémon er von seinem Gesamtteam aus mitnimmt. Ich habe dabei mein Megagarados, mein Tomborg, ja, mein Lamos, mein Stalobor, mein Hariyama und mein Rotom-Heat. Oh, und er hat dabei Panzeron, Rhyhorn, Niohor, Celebi. Ja, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Voltenso, ein Conkeldurr, ein Meistergriff und ein Viridium. Mal gucken, was könnte denn eigentlich liegen? Wahrscheinlich mit Panzeron. Und ja, ich bin selber sehr aufgeregt. Und ja, deswegen wählen wir als erstes Hexenkessel. Und ich hoffe, dass er zuerst Panzeron wählt. Ich hoffe. Er kann auch mit Rionyr anfangen, um mich erstmal zu überraschen. Okay, der fängt mit Voltenso an, auch gut. Ja, das spricht jetzt nicht dagegen. Er könnte direkt Volt switchen und oder auch direkt drinnen bleiben. Aber ich denke mal, ich Volt switche mal. Wobei er könnte auch direkt zu Rihoneo Volt switchen, was wiederum nicht so gut ist. Und da ich weiß, dass er zuerst dran kommt, setze ich mal Hidden Power Gras ein, falls er zu Rihoneo auswechselt. Und ich hoffe, der switcht genau perfekt. Dankeschön. Oh, zur Conkeldurr. Okay. So geht's natürlich auch. Und ich dachte jetzt, er würde sich zu Rihoneo auswechseln gegen Conkeldurr. Der wird sicherlich auf Steinkante gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, da ich eh schneller bin, gehe ich mal auf einem Voltwechsel. Und werde zu Lamos wechseln. Schade, dass er nicht zu Rihoneo gewechselt hat. Das hätte mindestens 30%. Okay. Der wechselt wiederum zu Voltenso. Okay. Auch gut. Dann weiß ich jetzt nicht. Könnte direkt auf Flammenwurf gehen, falls ich auf Stalobor gehe. Oder auf einen Donnerblitz, was beides nicht so gut ist. Und ja. Was wird er jetzt machen? Er könnte wirklich auf Flammenwurf gehen. Weil ich nämlich jetzt rauswechsle. Dann. Das ist wirklich schwierig gegen Voltenso. Dann gehe ich eben auf meinem Stalbo und hoffe, dass er nicht auf Flammenwurf geht. Ach, ich bin ja blöd, der ist ja reingewechselt und deswegen ist es eh egal. Okay.
Ach Gott, die Aufregung macht's eben viel aus, weil er wundert sich, warum ich jetzt mit Shallow reingegangen bin. Und ja, es ist jetzt echt blöd, weil er könnte jetzt direkt mit Flammenwurf angreifen. Und ich würde die Attacke nur kaum überleben können. Ich könnte jetzt einfach mit Erdbeben angreifen, aber ich könnte auch direkt wieder auswechseln. Oder er bleibt drin mit Flammenwurf. Es geht beides. Aber ich gehe mal just for fun auf den Erdbeben und gucke, was er da jetzt macht. Okay, der wechselt das ganze eh rum. Okay, gut. Dann kann ich dann. Okay. Ich setze einfach mal Tarnstein an. Der setzt jetzt ebenfalls ein. Ich bin auch froh, dass er in Panzerierung reingewechselt hat. Somit kann ich dann wiederum seine Tarnsteine entfernen. Und der hat Bohrschnabel in seinem Set drin. Und ja, ich kann gegen nichts ausrichten mit meinem Stalobor. Und ja, ich kann wiederum zu Hexenkissen übergehen. Aber da er Bohrschnabel drin hat, gehe ich dann lieber zu meinem Garados. Okay, gut, der setzt jetzt Tarnstein ein. Das ist jetzt eigentlich relativ egal. Ich habe da jetzt meinen Delegator drinne. Und das wird jetzt übel, wenn er jetzt nichts dagegen hat. Ach, der hat ein Fluchset. Auch sehr nice. Und ich werde weiterhin Dragon Dancen und ich bin gespannt, wie er da jetzt durchkommt. Weil er hat jetzt Death mal 2 und das ist nicht sehr gut. Der könnte jetzt einfach mal spontan Brüller einsetzen und das will ich nicht. Und da ich im Substitute bin, kann ich jetzt die Mega-Entwicklung einsetzen und das würde mir auch nichts ausmachen. Und ich hoffe, dass er jetzt zurückschreckt. Mist. Weil wenn ich jetzt nichts gegen Panzeron habe, dann habe ich ein Problem. Und ja. Weil ich habe jetzt die Tarnsteine, also auf meinem Feld jetzt draußen. Und ich kann da jetzt nicht wirklich machen, außer auf einen Crit zu hoffen. Oder mich erstmal hochboosten. Weil Panzer-Eron ist jetzt sowieso langsam, hat jetzt nur die Death-Werte hoch. Das heißt, falls mein Garados jetzt unterliegt. Mal ansonsten, es ist jetzt egal, was ich jetzt einsetze, ob ich Waterfall einsetze oder ob ich jetzt Crunch einsetze. Dann kann ich immer noch zur Hexenkiste rufen und der wird eh nicht zuerst rankommen. Und ich hoffe sehr, dass er jetzt flincht. Dass der jetzt Fluch auf seinem Panzer-Eron drin hat, hat mich auch echt überrascht. Denn er kann jetzt hier ungern auswechseln. Ja, toll, das bringt mir eigentlich nicht viel. Ich kann jetzt nicht spontan zum Hexenkessel wechseln. Und ich selber habe keine anderen Pokémon, um gegen Panzerion klarzukommen. Und muss deswegen leider Gottes mein Megagar das opfern. Yes, der wurde geflincht. Und ich kann jetzt spaßeshalber mal auf den Crunch gehen. Und hoffe, dass er erneut flincht. Oh, der geht auf Boost.
Das hätte ich ahnen können. Aber ich gehe nochmal Waterfall und ich hoffe, dass ich irgendwann Quit mache. Ich gehe nochmal auf Wust. Meinetwegen. Und ich hätte auf Substitut gehen können. Aber egal, ich muss seine Lebenspunkte wenigstens runterkriegen. Okay, ich meine, Gyarados ist von Panzeron ja, gefickt worden. Und ich habe keine andere Wahl, als Nexicals zu rufen. Und direkt auf den Overheat zu gehen. Der muss das überhaupt nicht überleben können. Und ich hoffe wirklich, dass Overheat trifft. Sonst habe ich ein Problem. Der wechselt jetzt aus zu einem Dunkeldoo. Und der wird nicht zuerst dran kommen können. Und geh wiederum auf den Gold Switch. Ich hoffe, dass er auf Steinkante geht. Oder auf eine ähnliche Gesteinsattacke. Und das war ehrlich gesagt echt leichtsinnig von mir, mein Gyarados irgendwie drinnen zu behalten. Aber ich dachte, ich hätte. Ich habe gedacht, ich könnte bei Panzerion jetzt mal Z warten. War leider nicht dem so, was ich auch schade fand. Ich weiß nicht, ob Meister Griff Schwerthand oder so kann. Ach ja, nee, er kann Bulk ab. Ich erinnere mich. Das war auch ein Setup-Set, was ich bei ihm gar nicht so mag. Wobei, ich mache eine Planänderung. Ich gehe auf Lamus. Wenn ich dran komme. Also ich habe jetzt Voltschutz eingesetzt und wechsle dann zu Lamus. Egal was reinkommt, Lamus wird das auf jeden Fall tanken können. Ernsthaft, sag mir, ich habe jetzt keine Internetverbindung. Hallo? Muss das sein? Okay, der ist zu Voltenso rübergewechselt worden. Und ich schreibe ihm, dass das Internet gerade schlecht war. Mist, warum ausgerechnet jetzt? Das ist gar nicht gut. Und der ist auf den Voltenso gewechselt. Gut, der wird. Und ich habe Voltenso eingesetzt. Gut, dann kann ich jetzt direkt zu. Nee, kann nicht. Dann hat er wieder die Chance, auf Panzerion zu gehen. Was nämlich nicht gut ist. Und. Oh, was kann ich denn stattdessen gehen? Dann habe ich keine andere Wahl, als auf Hariyama zu gehen. Und was eigentlich für sein Rihonio gedacht ist. Und ich habe ihm ein Wahlband gegeben. Und ich hoffe, dass die Intro Problem jetzt nicht auftauchen, was jetzt gerade ungünstig war. Ich habe eigentlich relativ seltene Probleme und jetzt ausgerechnet jetzt nein. Und ja, egal was reinkommt, ich weiß nicht, soll ich jetzt auf Knockoff gehen? Ich könnte jetzt direkt spontan auf Knockoff gehen, das wird jedem seine Pokémon effektiv treffen. Oder ich gehe auf Close Combat.
glaube, ich gehe auf Close Combat, egal was reinkommt. Okay, der geht auf Volt Switch. Der wird wahrscheinlich auf Seele die rüber wechseln. Wusste ich's doch. Ich hätte auf Knockoff gehen können. Und Celebi ist natürlich schneller als ich. Und kann auch eine Pflanzenattacke, was gegen Philippe Lamousse nicht wirklich was gegen Philippe Lamousse effektiv ist. Ich kann dann direkt zu Iterisi rüber wechseln. Und der Gegner setzt Recover ein. Ich könnte spontan auf Will-O-Wisp gehen, was aber nicht gut wegen Meistergriff ist. Deswegen setze ich das lieber nicht zuerst ein und gehe deswegen auf Shadow Claw. Gegner wird wahrscheinlich Auswechsel, oder der bleibt drinne. Der könnte auch Kraftreserve Feuer oder Eis haben. Wäre auch möglich. Der scheint jetzt zu überlegen, was zu tun ist. Der könnte drinnen bleiben und eine effektive Attacke haben. Oder der könnte auf... was hätte denn eigentlich gegen Yggdrasil? Der hätte wahrscheinlich wohl Contenso, wenn er eine Feuerattacke drauf hat. Aber ich bin auf Shadow Claw gegangen. Oh, und Critical Hit. Sehr nice. Und ich habe die Fähigkeit Harvest, was dazu bringt, dass die Zitrobeere dauernd aktiviert wird. Und der hat wahrscheinlich eine Feuerattacke drauf. Und kann deswegen nicht bleiben. Auf was soll ich denn am besten gehen? Ich könnte natürlich bleiben, aber dafür würde ich mein Iterisi opfern, was natürlich wiederum nicht sehr gut ist. Und ich brauche meinen Hexenkessel für Panzerion. Der könnte natürlich auch auf Voltschütz gehen. Der wird auf jeden Fall eine Feuerattacke einsetzen. Was wäre dann mein sicherster Switch in? Ich würde wechseln. Deswegen ich mal auf Hornleech gehe und hoffe nicht, dass er eine Feuerattacke einsetzt. Obwohl das... Okay, der setzt Volt Switch rein. Gut. Bin stumpf drinnen geblieben. Okay, gut. Ich wechsle dann zu Hexenkessel, der wird eine Drill-Pack-Attacke definitiv überleben und kann dann auf Painsplit gehen. Egal ob der drinnen bleibt oder auswechselt, das wird für mich auf jeden Fall zugutekommen. Und der Gegner ist auf jeden Fall nicht schneller als ich und ich werde definitiv auf Overheat gehen. Wenn er Tempelhieb einsetzt, dann verliert er Schaden wegen Beulenhelm. Dankeschön. Somit haben wir zwei seiner Pokémon ins Nirvana geschickt. Und der hat keine andere Wahl, als auf Mega Voltenza zu gehen. Und er hat keine andere Wahl, als eine Donnerattacke, als eine Elektroattacke einzugehen. Oder ich könnte jetzt mal wechseln. Ich weiß nicht, ich kann Hexenkessel gerade nicht wirklich gebrauchen und ich kann einen Switch jetzt nicht riskieren.
Und deswegen gehe ich mal auf, einfach mal auf Voltwechsel, weil ich nichts anderes machen kann. Und ich hätte die Attacke eh nicht überleben können. Und ja, ich kann jetzt auf Anschuhheine gehen. Und gehe. Ich gehe nicht auf noch auf. Der hat noch Viridium drin, was natürlich nicht gut ist. Gehe auf Ice Punch. Ach, Mist. Der hat die Attacke überhaupt nicht überlebt. Toll. Gegen Mega Voltenso. Ist doch ein bisschen schwierig, weil ich habe da jetzt nicht wirklich was gegen gehabt. Sehr mies. Und wenn er noch Flammenwurf hat, bin ich quasi erledigt. Wenn ich jetzt auf Stalobo gehe, dann wechsle ich definitiv auf Panzereron. Und wenn ich auf Filippi Manu gehe, dann habe ich keine Chance, eine Attacke zu überleben. Und ich weiß nicht, was ich jetzt wechseln soll. Wenn er Flammenwurf drin hat, dann bin ich tot. Und er wechselt jetzt sicher auf Panzereron. Oh geil! Alter! Der hatte keinen Flammenwurf drauf, der hatte Hothitzekoller drauf. Mein Hariyama habe ich umsonst aufgegeben, das ist nämlich nicht gut. Und gegen Viridium, der ist auf jeden Fall schneller als ich. Ich habe keine andere Wahl als auf Yggdrasil zu gehen. Uiuiuiuiui. Okay, er macht guten Schaden. Und ich gehe mal auf Will-O-Wisp. Ich weiß nicht, ob Viridium Abschlag kann. Und mein Harvest wirkt immer noch, was nämlich sehr gut ist. Ich kann jetzt nämlich auf Felipe de Lamousse gehen. Das war echt knapp wegen dem Pizzekoller. Gegen Mega Voltenso hatte ich letztlich nichts. Ich hatte meinen Hariyama leichtsinnig geopfert. Und der war eigentlich für seinen Steve Wunder gedacht, den er nicht mitgenommen hat. Und ja, da bleibt noch mein Rotom Heat übrig, der schon angeschlagen war, was natürlich sehr toll war. Mein Mega Gardros hat auch leider geopfert, weil sein Panzereron ein ungewöhnliches Set war. Und ja, ich kann jetzt noch Panzereron mit meinem Lamos hier irgendwie auskontern. Und er setzt weiterhin Curse ein, aber der macht eh weniger Schaden. Und es wird ihm nichts bringen. Ich setze Scald ein und ja. Alter, das wird ein Story-Battle. Weil ich könnte auf Yggdrasil gehen.
Das wäre nicht so gut. Boah, Yggdrasil gegen Rioniro. Ich bleib drinne. Ich brauche einen Crit. Also Lunge kannst du auch nicht Roost machen. Ich setze Scald ein, Volt ein. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als den Igelsamen irgendwie rauszuholen. Ansonsten wird er mich irgendwann fertig machen. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt auf Bravebird geht. Und ich muss leider mein Yggdrasil opfern, weil es mir sehr leid tut und hier auf Bleach sieht. Wie viel Damage hat er eigentlich gemacht? Die drei. Okay. Ein Angriff von ihm habe ich auf jeden Fall überlebt. Das ist nämlich sehr nice. Jetzt kann ich wieder zu Philippe Dittermus rüber wechseln. Der wird wie wegen Beliebekraft wieder aufgefüllt. Das ist ein netten Effekt, muss ich schon sagen. Und ich weiß nicht, ob er drinnen bleibt. Ich setze mal zur Sicherheit Psyshock ein, falls er zu Viridium wechselt. Schade. Ich weiß nicht, wie er da jetzt rauskommt. Der hat jetzt Egelsamen drin und den Burn. Und er weiß, dass ich den Zeitschrift drin habe. Und mein Yggdrasil kann sich dauernd heilen mit Citrobeere. Also das wird echt schwierig, diese Situation gerade. Weil sein Mega-Voltaire hätte mein ganzes Team auslöschen können. Das ist echt spannend gerade. Ich werde den Timer überhaupt nicht starten, weil ich gebe ihm so viel Zeit, wie er überhaupt nötig braucht. Und ja, Scheiße war es eben wegen meinem Internet. Ansonsten habe ich ja eh alles aufgenommen und ja. Und was soll er jetzt noch großartig machen? Der könnte wechseln oder auf Viridium gehen. Und die Viridium-Attacke werde ich auf jeden Fall überleben. Und ja. Ich werde aufs Gold gehen. Und ich werde nochmal aufs Gold gehen. Ich habe keine andere effektive Attacke. Ich habe noch Donnerwelle dabei, was ich eigentlich auch für schnellere Pokémon wie Stibuno so gebraucht hätte. Ich brauche wirklich einen Crit. Ich will nicht wechseln, er will nicht wechseln. Also bleiben wir hier so lange drinnen. Das ist nämlich sehr. Da habe ich denn eine Attacke, die das. So, jetzt brauche ich Glück, dass es irgendwie verwirrt. Nee, gut, dann nicht. Das wollte ich jetzt nicht machen. Okay, der spielt jetzt sein Viridium. Und ich werde drinnen bleiben.
Der wird auf Leafblade gehen. Ich werde die Attacke mit wenig KP überleben und ich werde auf Psy Shock gehen. Alter, willst du mich? Ach du Scheiße. Der hat einen Zeitschritt überlebt. Gut. Ich könnte jetzt auswechseln, aber es wird mir nichts bringen. Ich werde gleich auf Yggdrasil gehen und werde einen Angriff überleben. Das ist echt mies. Ich werde auf Donnerwelle. Nein, er hat wahrscheinlich Tempo drin, ne? Ich gehe nochmal als Psyshock. Sehr mies. Gut. Leafblade. Ich glaube, das ist unser Ende. Geh mal auf Schattenklaue. Ach du Scheiße, Critical Hit. Ich gehe auf Born Leech. Ich dachte, ich würde den Angriff gar nicht überleben. Gegner schneller als ich. Ach du Scheiße. Gut, wenn der Gegner schneller als ich ist, ich bin, dann hat er einen Speed von 300. Ich habe einen 302. Na, er hat fast 300. Alter, oh Gott. Oh Gott. Good Game. War sehr, 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 sehr knapp. Oh mein Gott. Gut, es war ein Kampf der Götter. Und also für mich jedenfalls. Und mich hat echt gewundert, dass sein Rihonir schneller war. Ich weiß nicht. Ich dachte, er hätte Walschal. Und ja, also mich hat der Kampf auf jeden Fall Spaß gemacht. Sein Mega-Volt-Tänzer hätte mein ganzes Team auslöschen können, auf jeden Fall. Vor allem letztlich nach dem Crit von Viridion. Das hätte mich auch auslöschen können. Und ja, mich hat der Kampf Spaß gemacht. Ich hoffe, ihm hat der Kampf auch Spaß gemacht. Und ja, gut. Und die Hex haben auch die Rolle gespielt. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, freut euch dann auf die nächsten Kämpfe mit den Leid, den ich hier ertrage. Und ja, knappes Match. Und ja, ciao, ciao, Leute. So, this is it. Here is my team. Ja, ich wollte euch erklären, warum ich diese Pokémon überhaupt gegen die Sad Boys genommen habe. Aus dem Grund, weil ich mir irgendwie hundertprozentig gedacht habe, ja, der nimmt ein bisschen Bunder rein oder so, habe ich mein Team quasi so aufgebaut, dass es überhaupt gegen Sibunna klarkommt, wenn ein Sibunna im Team mitnimmt. Und ja, Panzerion habe ich mir schon gedacht.
Ja, wegen Sibunda habe ich meine Riyam mitgenommen, was natürlich klar ist wegen Close Combat. Und ich habe ihm noch ein Walban gegeben, damit, falls er zu einem anderen Pokémon reinwechselt, es immer noch viel Schaden aufrichten kann. Ich hätte ihm natürlich auch die Offensivweste geben können, um einige spezielle Angriffe noch gut abwehren zu können. Da habe ich mir letztlich doch für den Walban entschieden und ihm hier beides durchschnittlich Werte geben, einmal Def und Special Def, um zumindest einige Attacken noch gut klarzukommen. Vielleicht hätte mir die Offensivweste gegen den Donnerblitz von Voltenza auf jeden Fall ausreichen können. Aber nun ja, da waren die Hexen im Spiel, was mir auch sehr leid tut, was hätte nicht sein sollen. Vor allem hat es mir überhaupt das Leben gerettet. Und ja, leider, daran kann ich ja nichts machen. Da kann niemand was dafür. Und das gehört nun mal zum Spiel, leider. Und ja, Rotom Heat ist natürlich klar, den nehme ich irgendwie immer mit. In jedem Team. Ich weiß nicht warum. Und ich ändere immer ein paar Werte und Attacke. Ich habe ihn jetzt einfach Mix gespielt, um zumindest also die Attacken von beiden Seiten gut abwehren zu können. Ich habe ihm auf jeden Fall Hidden Power Gras gegeben, weil wie ihr im Video sehen könnt, konntet. Habe ich gedacht, er wird in Rionierose reinwechseln. Aber er ist dauernd auf Meistergriff reingegangen, weil er wahrscheinlich auf den Burn gehofft hat. Und ich weiß, das will ich nicht. Ich wollte einfach nicht, dass er einen Burn kriegt und ich kann sowieso kein Irrlicht auf dem Rotom Heat. Deswegen habe ich ihm auch kein Irrlicht gegeben, weil er einen Meistergriff in seinem Team hatte. Und ja, das hätte auch mein Team zerstören können. Vor allem wegen Tempo-Heap, Guts, Tempo-Heap, das tut auch sehr dolle weh. Und ja, Madame Mauler habe ich lediglich einfach mitgenommen. Wegen Rihor Nihor und wegen den ganzen Tarnstein, um Slibona und andere Pokémon daran hinzu zu können, einzuwechseln, um mir weitere Züge verschaffen zu können. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall hier Giftie beigebracht wegen Celebi, falls die beiden irgendwo am Ende stehen. Und ja, eine andere Attacke hätte mir eigentlich nichts eingefallen. Hätte ich ihm Steinkante gegeben, habe ich nichts. Und Slibunda kann auf jeden Fall Low Kick und ja, das hätte meinem Stahlbohrer ein KO verschaffen können, was natürlich nicht gut ist. Ja, mein Lamus habe ich auch wegen Slibunda. Ja, warum sage ich immer wegen Slibunda? Erstmal vor allem wegen dem Abschlag, also nicht wegen Slibunda, vor allem wegen Abschlag habe ich hier Lamus die Beere gegeben, um somit einen effektiven Angriff abwehren zu können. Und somit einen Donnerwelle oder etc. reinhauen zu können. Und wegen der Fähigkeit Belebekraft kann ich es direkt wieder rausholen und somit hätte es die erlittenen Schaden wieder wettgemacht. Was natürlich auch gut ist. Somit habe ich so die Taktik gedacht. Vor allem, falls er mit Sibunda oder mit Celebi reinkommt, würde eine Ampelleuchte das Tod für die beiden aussagen. Und das war so mein Plan gewesen. Ja, Yggdrasil, ich habe gesehen, wie ich Yggdrasil gespielt habe, was irgendwie auch hexlastig war. Ich hatte ziemlich Glück gehabt, dass seine reiche Ernte dauernd gewirkt hat. Und ich glaube, einmal hat es doppelt gewirkt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich einmal mit Voltwechsel reingegangen bin. Dann wurde die Fähigkeit aktiviert, dann kommt er nochmal dran und dann kommt die Fähigkeit nochmal aktiviert. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte Yggdrasil eben für Rihornir gehabt und mich hat es gewundert, warum er so langsam war. Ich gucke mal eben kurz. Der hatte 167. Okay, dann hatte sein Rihornir einfach Fullspeed und ohne Walschall. Wobei, könnte auch Walschall-Trigger sein. Mich würde es nicht wundern. Und mit meinem Stallbohr hätte ich
irgendwie so überholen können. Ich meine, mit Walschall käme es doch fast auf 300. Aber nur fast. Ich meine, er hatte 198, 196, das würde 300, 82, 92 ergeben. Nicht 300, 200, 292 ergeben können. Mal grob ausgerechnet, habe jetzt nicht genauer gerechnet oder so. Und deswegen habe ich mit Stahlabor überholen können und dann Rihunir auch letztlich ausdrücken können. Aber ich weiß nicht, ich dachte, er hätte noch ein paar Prozente übrig gehabt, aber okay, dann hat sich das eben so ergeben. Ja, mein Mega Gyarados ist klar, ich habe ihn reingeholt, weil ich eben Rihonior und Diktri und wahrscheinlich auch Kurtel und Stibuna ausnocken wollte. Und ja, Bedroha rein und dann könnte ich vielleicht noch Substitut einsetzen, wie ihr es auch bei, also gegen Panzerion gesehen habt. Und ich dachte, ich könnte hier mal mich mal hochboosten irgendwie. Aber ich hatte letztlich nichts gegen Panzer-Eron, weil mein Rotom Heat auf 50% war und die Titanenstände drin waren. Und ich die seine. Ich glaube, dass er Panzer-Eron war noch auf dem Zustand von plus 4 Angriff. Ich hätte lieber direkt auf Rotom Heat gehen können und sein Panzer-Eron zumindest wegscheuchen können damit. Dann hätte ich noch mein Garabas übrig gehabt, weil ich dachte, ich könnte mal kurz hochboosten. Und sein, ja, sein Voltenso vielleicht noch mit Cascade oder so, mit dem aktiven Delegato noch hier attackieren können oder so. Hauptsache es hätte seinem Team, naja, bis auf Viridion stark zulangen können. Vor allem habe ich da jetzt kein Eishain oder so drauf, sondern eben Crunch wegen Celebi. Weil es meinem Team auch Probleme machen könnte. Vor allem wollte ich meinen Lamus somit schützen. Und ja. Also im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Bis auf gegen Voltenso. Weil er Elektro- und Feuer-Attacken kann. Wie ihr sehen könnt, Elektro- und Feuer-Attacken. Vier von meinen Pokémon sind dagegen nicht sehr gut. Das heißt, hätte er ein Rotom Heat gehabt, was nämlich unwahrscheinlich ist, hätte ich da auch, wobei, naja, gegen Rotom eher nicht. Auf jeden Fall würde es einen starken Feuer-Elektro-Pokémon geben, dann hätte es mein Team locker ausschalten können. Und Voltenso war eben der Fall und da hatte ich echt Schiss gehabt. Und ja, was hätte ich da denn stattdessen tun können? Voltenso ist nämlich ziemlich schnell. Ich hätte nichts tun können. Keine von meinen Pokémon hat hier die Weste an. Und ja, das hätte echt Probleme bereiten können. Ich hätte meinem Stahlobor auch Walschall geben können. Dann hätte ich überhaupt kein Problem mehr gegen Voltenso gehabt, weil ich dann schneller bin. Und ja, ich habe ihm Leben auch gegeben, um mehr Schaden zu machen. Weil Walschall doch die beste Wahl wäre in dem Moment. Okay, gut, werde ich es mir für die nächsten Kämpfe behalten. Aber das wäre so gewesen mit meiner Teamvorstellung und warum ich diesen Team überhaupt gegen die Sad Boys genommen habe. Und ja, ich werde gucken, ob ich vielleicht Togetic oder so nehme im nächsten Kampf gegen die Final Flotsam. Da bin ich auch sehr gespannt und ich hoffe, dass der Kampf auch nicht mehr so mit Hacks beschmutzt wird. Wie gesagt, das tut mir leid. Das habe ich glaube ich schon 3. Mal gesagt. Und ja, ich glaube, das war's mit meiner Team-Preview. Naja, das heißt, naja, ist er jetzt nach dem Kampf, 5 Minuten nach dem Kampf, aber okay, auf jeden Fall
hoffe ich, dass euch die Folge bzw. den Kampf gefallen hat. Es gibt einen Daumen hoch, falls dem so ist, und meine Stimme geht gleich weg. Und ja, bis dann, Leute, haut rein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.